Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Grid Autosport. Wer die gestrige Folge nicht gesehen hat, das ist der zweite Teil von dieser Folge, also das letzte der drei Rennen. Und zwar auf dem Yas Marina Circuit. Ja, das Auto sieht noch ganz okay aus. Wir reparieren es dennoch. Und dann würde ich mal sagen, geht's los. Wir starten von 5. Wieder nicht weit vorne. Das ist schade. Da muss ich mich immer durchs Feld kämpfen. Und wenn ihr da was im Hintergrund ab und zu mal hört, ich esse eben was, also so Süßigkeiten. Das habe ich auch schon im letzten Part gesagt, für die ihn gesehen haben, habe ich da schon was gegessen. Und ja, immer noch. Also ich bin voll dabei. Ja, das war ein guter Start. Besser als der im letzten Rennen da. Da war ja mal gar nichts. So, da sind wir hier gut aus der Startphase gekommen. Jetzt haben wir wieder Paleface vor uns. Den gehen wir jetzt mal schon innen vorbei. Geben dem noch einen kleinen Schubf mit. Auf diese schöne Reise ins Niemandsland. Ja, jetzt konnte ich nicht raus beschleunigen, ey. Boah, wie wir an dem vorbeiziehen. So, jetzt Windschatten. Das sollte reichen. Ich hoffe einfach, dass Matta macht da was etwas Gutes. Ja, besser raus beschleunigt, ne? Staunst du, mein Freundchen? Ich bin noch nicht an ihm vorbei. Jetzt bin ich an ihm vorbei. Jetzt mal schauen, wer später bremst. Ich will da nicht zu viel Risiko gehen. Ja, und der Erste macht auch irgendwo einen Abflug. Ah, das ist dieser... Das ist ja wieder dieser Portugiese. Okay. Ja, den werde ich mir auch noch schnappen, das könnt ihr mir glauben. Es werden gleich keine 3,7 Sekunden mehr sein. Abkürzen, genau, das sehe ich auch so. Boah, und jetzt fährt er mir voll in die Kiste, das Arsch. So, kommt er mal schön wieder zurück. Und wieder abkürzen, ich könnte doch kotzen gleich. Oh, aber da sind noch alle da. Das ist gefährlich, so zu fahren jetzt. Besonders wenn du Erster bist von diesen dreien. Aber die fahren recht anständig, also denen kannst du nichts vorwerfen, außer der vorne. Der Portugiese, der fährt nicht so lieb, nicht so nett, also halt auch unfair. Ja, eben 3,7, jetzt sind es noch 1,4 Sekunden. Ich werde halt jetzt alles verlieren, weil ich einfach das schlechtere Auto habe, besonders nicht getuned. Na, wie er an mir vorbei fliegt, kann ich ja schon sagen, ey. Ist ja nicht lustig. So, jetzt habe ich vielleicht eine gute Lücke hier rausgefahren, die vielleicht reichen könnte.
dass er jetzt nicht angreift. Schau mal, wie der näher kommt, ey. Das macht mir immer so Angst. So, jetzt sind wir auch an diesem Tonekast dran. Nur, dass ich sage. Und jetzt werde ich ihn dann auch überholen. Also ich versuche es. Dieses Mal kein Abkürzen gekriegt da. Und jetzt wird er gleich fällig sein. Oh, ist das blöd von ihm. Wirklich blöd. Abkürzen! So, also hier ist noch nichts gesagt, wer gewinnt oder wer den dritten Platz für sich entscheidet, also... Ja, jetzt... Ja, super. So ein Idiot, also wirklich. Ja, hau mal ab. Ja, verpiss dich doch! Ja, das ist auch so. Und ich krieg Abkürzen. Das ist doch... Ich darf mich einfach nicht aufregen, ich weiß, ich weiß. Ich muss einfach cool bleiben jetzt. Ja, hoffentlich knallt er ihn gleich weg. Dann bin ich ja der lachende Dritte. Also ich hoffe es. Das wäre echt nett. Ja, wo fährt der denn auch, ey? Also das ist wirklich nicht kontrolliertes Fahren. Ja, da musste er sich zurücksetzen. Jetzt gleich in den Windschatten setzen hier. Aber schau mal, der zieht auch dennoch davon. Ich habe sogar noch Doppelwindschatten. Nicht mal das bringt was. Ja, hoffentlich knallt er ihn weg. Ja. Was? Ich kann's einfach nicht fassen. Also ich kann machen, was ich will. Aber ich werde immer bestraft. Das ist wirklich ein No-Go. Ja, komm. Geh mir doch einfach fürs Leben lang abkürzen. Dann muss ich ja gar nicht mehr fahren. Eieieiei. Er hat abgekürzt. Das ist meine Chance, jetzt an ihm vorbeizugehen. Ich gehe auch an ihm vorbei. Hey, aber das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Warte mal. Warte mal. So. Jetzt kann er mich. Wo kann ich ihm hier eine Nachricht schreiben? Wo kann ich dem eine Nachricht schreiben? Nee, ich wollte... Wie kann ich jetzt dem hier eine Nachricht schreiben? Das wäre jetzt noch interessant. Weil ich würde dem so... Ich könnte dem so richtig sagen, was ich meine. So ein kleiner... Ja, ich bin aber auch die schnellste Rennrunde gefahren. Also es war eigentlich verdient, der Sieg. Ja. Magst du nichts, ne? Eieiei. Ist das eine Scheiße, ey. Ich fahre keinen Meter mehr mit dem. Was ich mit euch jetzt noch mache, ist, die RS5-Lackierung. Also ich möchte jetzt hier...
Warte mal, nee. Nee. Ich brauche was Geiles, also was wirklich Geiles. Aber... Nee, nichts Gepunktetes hier. Ah, das sieht eigentlich auch noch geil aus. Oder das hier. Was war das andere? Nummer 25, ja. Das muss ich mir merken, die Nummer 25. Warte mal. Das ist, glaube ich, auch noch geil. Das sieht alles so ein bisschen schickimicki aus, also nicht so geil, also so ein bisschen Style. Ja. Okay, diese Flammen sind auch geil. Aber das ist mehr, wie sagt man? Ich muss sagen, ich finde die, nee, nicht dieses. Ich finde die noch recht geil. Aber ich glaube, wir nehmen jetzt mal die Nummer 25. Wo ist denn die jetzt hin? Ja. Jetzt mal die und dann die Farben. Karosserie ist natürlich weit, ne? Weiß. Und dann hier, das ist die. Okay, das ist die. Das ist die Farbe muss. So, grün. Dann das muss auch weiß sein. Das ist dieser Strich hier in der Mitte. Genau. Und rot. Ich glaube, das Rot sieht recht schnieke aus. Genau, das lassen wir so. Zahn machen wir keine Felgen. Also Felgen werden wir uns jetzt noch geile aussuchen. Nee, nein. Also ich möchte was Geiles. Also. Nee, das ist. Die sind geil. Nummer 13. Nee, die sind nicht geil. Die sind gar nicht geil. Ich dachte schon. Die wären geil, aber die sind eher ungeil. Was sind geile Audi-Felgen? Hier, Nummer 20. Nummer 20 mal im Kopf behalten. Nummer 20, habe ich gesagt. Die sehen auch noch geil aus. Nee, ich glaube, Nummer 20 sieht geil aus. Ja. Nicht geil, nicht geil. Nicht geil, nicht geil. Ah, das ist alles ein bisschen... Ja, naja. Ich glaube, wir nehmen Nummer 20. Ich habe mich jetzt gerade entschieden. Hier sind sie. Sieht auch geil aus. Kann man auch noch mal die Felgenfarbe wählen. Individuelle. So, da haben wir noch ein bisschen schwarzer gemacht. Sponsoren hau ich, glaube ich, auch drauf. Und zwar, wie viel kann man hier? 6 Slots gibt's. Also, fahre in einem Moment die schnellste Rennrunde. Das machen wir jetzt einfach mal drauf, weil ich es cool finde. Fahre in einem Moment eine Runde lang. Na... Boah, Level 175, ne? Sammle in einem Drift für ein Langstrecken-Event. Driften... Ja, das ist eher uninteressant hier. Fahre schon aus 129, es geht aber nicht viel. So, ja. Wenn ein Langstrecken-Event, ja... Beziehungsweise ein Langstrecken-Event. Ich mache es dann in einem Renn-Event. Okay, das machen wir sicher drauf. Jetzt waren wir hier schon relativ weit hinten. So.
Drift ist nichts. Absolviere ein Drift. Nee, Drift 3, nee. Führe ein und Grid 2 Sponsor. Der sieht recht, also ich finde den recht geil. Also, ja, da waren wir noch gar nicht. Warte mal, wo waren wir denn noch nicht? Ah, das ist mein Zeug. Also hier waren wir. Das war auch schon, also hier. Besiege dann mal einen Spieler mit höherem Level. Okay, den nehmen wir noch. Mal schauen, was es noch gibt. Werde mindestens 8er. Verbessere deine Rundenzeit in einem Event. Ja, das ist nicht so. Sammeln trifft Event. Wäre schneller als 100, weiß nicht wie viel. Ja, ich habe gerade nicht geschaut. Also wir haben ohne Kommission. Und Zeit von Event. Fahre in einem Kantorgebiet und Kfz ist 40 Kilometer. Führe eine Runde lang. Okay, das werden wir auch mal drauf hauen. Und jetzt brauchen wir noch einen Sponsoren. Und zwar hier hinten irgendwo einer. Yokohama. Also wäre ein Langstreckenevent oder Position, das werden wir nicht machen. Führe eine Runde lang an, ne? Ja, ich würde sagen, wo war der? Das war 70, okay. Ja, okay, das ist der. Boah, Blackberry gibt's. Geil. Okay. Wir werden jetzt nochmal den hier nehmen, okay. Und, ja, fertig. Auf dieses Fahrzeug anwenden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt der Greaser Spiel Grid Autosport. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr dürft das Video natürlich liken, ihr dürft kommentieren, ihr dürft abonnieren, ihr dürft mich weiterleiten. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, also gebt einfach Greaser.ad ein. Ja, dann bedanke ich mich und bis sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen!